So, wir haben die Memory Card gewechselt, wir gehen jetzt wieder auf kooperativ oder einfach wieder auf LAN. Wenn man sieht, ich habe 4 Spielstände durch. Ja, man kann übrigens da auch dieses Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, da sieht man das Symbol bei dem Speicherpunkt, das Redzone-Symbol. Daran sieht man übrigens, dass wir das schon mehrere Male durch haben. Super. Einmal ungefähr. Ah. Also ich habe da jetzt 1,7 Millionen Volts ordentlich gespielt, sonst habe ich 3 einzelne Spielstände noch, die nicht durchgespielt sind. Wir nehmen den jetzt einfach. Hier haben wir auch den Exterminator. Schwierigkeitsgrad, den nehmen wir jetzt auch mal. Der ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Ja, zieht ordentlich Leben ab. Wir sind auf Stygia übrigens. Ja, den beklopptesten Planeten der Welt. Neben dem Walix-Gürtel und den ganzen Zauberschiff mit uns. Aber nun gut, ich weiß nicht, wie weit ich bin, da ich diesen Spiel schon lange nicht mehr angerührt habe. Ich muss mich ja. Aber es geht ja gerade nur zeigen. Ja. Oh, wer wir sind jetzt. Oh, ich wusste es. Lang wir schon ein bisschen. Ich denke mal, wir wechseln einfach mal den Planeten. Mit Punkten brauchst du manchmal auch Medaillen, um neue Planeten zu erreichen und im Spiel Erfolg zu haben. Nehmen wir Kronos? Nein, nehmen wir Kronos. Wir fangen einfach mal mit. Das ist unbekannt. Nein, ich habe eine ganz andere Idee. Wir kämpfen gegen Reaktor. Dann können wir auch zeigen, wie stark der Vorbote ist. Okay. Machen wir das Kreuzritterturnier. Komplett oder was? Komplett. Mit dem Kampf gegen den Reaktor und dann können wir auch zeigen, wie stark der Vorbote ist. Machen wir mal eben ein Kreuzritterturnier mit all unseren Prachtwaffen. Ja. Und dann können wir auch zeigen, was für ein Cheats wir haben. Denn wie gesagt, ich weiß nicht, was wir da haben. Ich weiß nicht, wie weit ich da bin. Ob ich alle Waffen Level 99 habe, alle Exterminator kann. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, hab den Spiel schon lange nicht mehr angehört. So. Oh, da waren die Exterminator-Karten. Wie gesagt, guck mal, sieht doch alles gut aus. Also, Level hier 45. Sieht man, jetzt, okay. Hier sehen wir die verschiedenen Farben, die stehen für die ganz einfachen Level. Hier, Vorbote, Level. Geil. 99 Schaden, 19.167, 13 Schuss. Da haben wir noch eine Level 73er, der Quasar-Turmwerfer. Den Holoschildwerfer haben wir leider noch nicht gewählt. Der ist noch auf Level 1. So eine Scheiße. Dann haben wir das Mega Antimaterie-Gewehr auch mit 3800 Schaden, 90er Level, 40er, 34er Level, Mega Dämpfer, Mega BL-Verdampfer Level 11, ordentliches Level, Level 74, 47, Entschuldigung, Mega Pierschaminenwerfer. Schon spät, ne? Ja, Mega Vulkankanone Level 20, wie gesagt, auch so selbst das Aussehen verändert sich. Mega Doppelraptor Level 30 und dann den Mega Leviathan Level 25. Level 45. Mein Gott, jetzt ist aber gut, ey. Was ist aber auch mit den Zahlen? Lang nicht nach Mathe gemacht. Wie sehen die Zahlen nochmal aus? Digga, die Tricks hier, was haben wir hier? Ja, ja, ich bin nicht genau weit. Aber da sind die Exterminator-Karten. Ja. Gott, habe ich jetzt meinen Controller angeschützt. Wie gesagt, wenn man das Spiel durch hat, hier sieht man die einzelnen Exterminatoren-Karten, wie Shellshock. Da ist Schwäche Hitze, ne? Ja. Element Waage. Alles ganz geil. Ja, ich habe übrigens 400. Ja, auf Platz 1 sind sie, ne? Ja, geil. Dann haben wir hier der Ausschlachter. Und natürlich Ace-Hardlight. Es fehlt nur noch Reaktor. Gibt es nicht auch Glimmerbox? Glimmerbox gibt es auch. Der ist aber ziemlich schwer zu bekriegen. Den hatten wir auch. Ja. Ja. Schöne Dose. Naja, ich weiß. Willst du lecken? Nein, nein, lass mal. Let's go. Bin ich eigentlich. Ach, ich bin gar nicht Jack, ne? Hä? Der Ausschlachter. Und das sind wir da gemacht. Den Marktomat und so war geregnet. Am besten fangen wir den. Wir fangen einfach mal von Anfang an. Ist besser. Als letzten Part wollen wir dann auch euch noch was bieten. Als Abschluss. Ah, wir fangen an mit dem Mega Pien, Mega Pirscher, Minenwerfer und ich kann heute echt. Auf Level 48. Oh, gerade Level 48. Guck, fängt ja schon gut an. Und dann sind wir auf Level 49, Level 50. Das geht, wie gesagt, das geht extrem schnell, das Level 49. Gleich ist Level 51, ey, Level 10. Ja, Level 51. Level 52. Level 53. Das geben die viele Farben. Das geht fast in Sekundentakt hier. Level 54. Der sagt auch schon, boah, Level 55. Also wie gesagt, mal, also wenn man wirklich 56. Gute Waffe, dann ist schon manchmal ein bisschen spaßiger. Da kann man sich wirklich zurücklehnen. 113 Leben haben wir übrigens. Oh ja. Level 58 jetzt schon. 5 Level übersprungen. Ja. Level 59. Auf 60 machen wir ihn noch.
Level 60, wenn man von Teufel redet. Das geht ja wie geschnitten Brot. Ja. Und keiner hat Leben verloren. Level 69. Oh, komm, Level 70 schaffen wir noch. Ja. Ich hab keine Muni mehr, scheiße. Gar nicht. Ah, die Leben jagen noch genug rum. Level 90! Nein, doch nicht. Scheiße, das war eine andere Waffe. Level 90! Wir sind noch nicht mal Level 70. Level 90! Ein epischer Fehler. Das lohnt sich nochmal zurück zu schwulen. Als hätten wir auf einmal 20. Ja. Level 90! 36.000 Volt haben wir jetzt dafür bekommen. Ich glaube, ich habe einen Haar mit. Oh, ich glaube, ich habe einen dicken. Oh Gott. So. Marathon. Marathon! Ey, wir haben 3 Sterne mehr gekriegt, ne? Little. So, ich habe die Doppel-Raptor, wo die Gummis da zurückkommen. So, und ich werde jetzt einfach... Nein, den Supernova sparen wir uns auf. Nee, ich wollte schon sagen. Wie viel Munition hatten wir jetzt? 13 Schuss. Geil. Ich habe wieder eine Waffe gelevelt. Level 46, Mega-Leviathan-Schlag. Ich gehe mal eine Runde drehen. So, was willst du? Voll, Level 90. Trotzdem geht der mit der Mega-Raptor nichts. Ja, komm. Sieht lustig aus, wenn die Dinger stehen. Da schon wieder. Diese Fates. Die gehen nicht durch die Kreise. Durch die Kreise. Du musst machen. Jetzt auf einmal. Du bist ein bisschen draufgesprungen. Kommt mir so vor, als hätten die dieses Level erst heute gemacht. Ja, nee. Hab ich auch. Vor ein paar Stunden. Diesmal machen wir aber nicht den Fail, dass wir das eine hier... Oh Gott! Man wird schnell tot, weil die Gegner extrem an den Leben abtrachten. Mega Quadratur mehrfach, Level 74. Die schießen jetzt aber auch total, ne? Die schießen jetzt nicht mal bam 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 bam, wie man hört. Meine Leute auch gelevelt, die schießen bam bam bam. Aber das ist ziemlich gut. Und dann geht's nicht. Ach ja, darf ich. Mit tot. Ja, bist du wieder tot? Ja. Machst du nur den ganzen Tag? Weiß ich auch nicht. Du musst auch auf der anderen Seite, ne? Ja. Weil ich sterb gerne, Alter. Er hat einen Sterbfehler. Oh, und ich werde jetzt meine mega die Materiengewehr weiterleveln. Mit jedem Schuss kann man sagen, mit jedem Schütten. Schon Level 91. Level 92. Unvergleichlich, wie schnell hier alles gelevelt wird, Alter. Und ich hab mich mal wieder vertan, verfehlt, keine Ahnung, bla bla bla. Ja, das kennen wir schon, Clank. Wir haben auch die ganze Nacht durchgezockt. So, jetzt kommt der Kampf mit Shelter. Ich kann nicht mehr, was ist das denn hier? Oh, also, diese Kommentare. Oh, das Spiel ist einfach nur so lustig. Ich kann es nicht beschreiben. So, jetzt machen wir jetzt noch den Reaktor fertig. Oh, hatten wir da jetzt 4 Sterne? Ja, das, die Sterne zeigen an. So, jetzt wollen meine wir mal. Meine Mini-Dinge. Du wirst nichts. Ich mach okay, den aber Schuss. Ich nehme sie wenigstens. Ja. Ich nehme sie wenigstens. So, dann wollen wir mal. Dann will ich euch mal zeigen. Viel Leben. Jetzt ist es gleich weg. Seht ihr? Ich weiß, ich sehe, aber es bringt was auf jeden Fall. So, jetzt noch meine Mini-Faser. So sieht die Supernova aus. Mega Supernova. So sieht's aus. Sie bringt viel. Natürlich muss man sagen, der Gegner hält mehr auf da als Exterminator ist. Auf Anfänger, wenn wir das jetzt mal machen würden, machen wir allerdings nicht. Wäre der wahrscheinlich noch nach einem Schuss. Und er ist down. Ja. So, und dann würde ich sagen. Ja. Naja. Meine lieben Zuschauer. Perfekt wieder auf 10 Minuten. Noch 3 Sekunden. Ja, ich würde sagen,
10 Minuten! Das war unser erstes Let's Play und Let's Play Together. Ja, Ratchet Gladiator. Wir haben es komplett durchgespielt innerhalb von. Ja, wir haben jetzt 6.53 Uhr. Innerhalb von 10 Stunden haben wir es durchgespielt. Und ich glaube, Part 33 sind wir jetzt. Ja, es gibt also 33 Part sind wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das wie gesagt, Anregungen, Kritik, alles in den Kommentaren niederlassen. Abonnieren, favorisieren, angucken einfach. Und ich hoffe, ihr wollt mehr, denn es kommt auch mehr. Ja, die nächste Let's Play stehen noch. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke euer Mr. Nerf und Andreas. Ciao, tschüss, danke fürs Schauen. Mega LP Studios sagt tschüss und bis zum nächsten Mal.